Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, fünfter, letzter Teil, Neujahr 2021. Es gibt hier sehr, sehr viel zu sagen. Es sind hier sehr, sehr große Themen angeschnitten. Bevor ich sozusagen in die Zielgerade gehe, wollte ich nochmal darauf hinweisen, hier ist sozusagen die Statistik der Tagesaufrufe und wir haben hier am Freitag, den 5. März, mit fast 80.000 Aufrufen, also 78.751 Tagesaufrufe. Bitte, ich hatte vor einem Jahr noch 80.000 Aufrufe im ganzen Monat, ja, einen neuen Rekord gebrochen. Ich bedanke mich ganz herzlichst bei dir, dass du eben meine Videos anschaust. Ganz, ganz großen und lieben Dank, dass du meine Videos weiterempfehlst und unsere Gemeinschaft wächst täglich. Also das heißt, wir liegen jetzt bei fast schon 24.000, ich glaube ich 170, das heißt morgen oder übermorgen haben wir dann 24.200 Abonnenten. Bin ich sehr, sehr dankbar und ich versuche euch auch so gut ich kann zu beraten. Ich erinnere aber immer wieder daran, hier steht halt nicht geschrieben, dass die Bundesregierung jetzt zurücktreten muss. Ja, das ist ja die Tragödie. Wir haben hier einen lupenreinen Rücktrittsaspekt, nur ob es geschehen wird, ob das Thronimplantat tatsächlich herausoperiert werden wird oder nicht. Wir werden es sehen, aber die Stimmung im Lande, die wird schon knusprig, also die steigt schon. Hier kommen dann schon die Freuden der Menschen zum Vorschein. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier, wie gesagt, Spitze viertes Haus in der Jungfrau, die Bevölkerung, an der Spitze des zehnten Hauses, aber in den Fischen. Bedeutet das, dass die Bevölkerung jetzt die Macht im Staat übernehmen wird? Nein, das glaube ich natürlich nicht. Ja. Wir haben immerhin vier Faktoren, die Venus müssen wir auch noch besprechen. Das glaube ich nicht, aber was ich sehr wohl glaube, weil das zehnte Haus steht ja auch für Ziele. Es steht ja auch für Ehrgeiz, es steht auch für Steinbock-Energie. Das würde für mich bedeuten, dass die Bevölkerung ganz einfach erwachsener wird, selbstständiger wird, dass die Menschen sozusagen auch selbstbestimmter werden, dass sie sagen, wir brauchen nicht mehr rund um die Uhr eine Bevormundung, wie das eben Julian Reichelt so schön gesagt hat. Ja? Das ist ein Bombenzitat. Die Bundesregierung hat uns nicht zu sagen, was wir tun und zu lassen haben. Und dieses Zitat passt hervorragend zu der Besetzung Herrscher von vier, also die Bevölkerung, im zehnten Haus. Was aber leider auch zu dieser Besetzung dazugehört, weil wir haben hier Merkur und Fische-Energie und viertes Haus, den Mond. Und genau so einen Komplementär oder so eine Komplementärbesetzung haben wir ja hier. Mond steht fürs vierte Haus. Zwillinge steht für Merkur und Fische steht fürs zwölfte Haus. Das heißt, der Geburtsregent, der Herrscher von 1 in 12, der ist die Bevölkerung. Ein bisschen verschlüsselt. Aber wir haben hier dasselbe Thema. Merkur, Mondenergie, Fische, zwölftes Haus Energie. Herrscher von 4 in 12, Merkurenergie, zwölftes Haus Fische-Energie und Mondenergie. Ja? Mond, Merkur, Fische. Also das heißt, sehr spannend, dass eben die Bevölkerung zurückgezogen ist, dass die Bevölkerung sehr empfindlich ist, dass die Bevölkerung sich sehr stark zurückzieht. Und ich sehe das einmal positiv, weil wir haben ja hier auch den nördlichen Mondknoten in Konjunktion mit dem Mond. Ich glaube, das ist ein unvorstellbar starkes Signal auch an uns, dass wir in Zukunft wesentlich mehr mental arbeiten sollen, dass wir mit mentaler Arbeit viel, viel mehr erreichen können als damit. Ja? Als damit. Wie mir der Ritschi gestern erzählt hat, die Stimmung war dort eher sehr bedrückend und er war enttäuscht, weil eben nicht so viele Leute gekommen sind, wie er hofft. Es waren, ja gesagt, ungefähr 5.000 Leute. Ja? Schaut mal, was die hier für Vorbereitungen getroffen haben. Sind das wieder die Stapeln mit Ziegeln oder was? Die hatten wir ja schon öfters. Aber egal, ja? Egal. Es waren dort auch etliche Leute von der Antifa, die das Ganze einmal wieder verhindern wollten. So, für uns ist die Anorak-Frage, also die Krone der Fragen, ist, wie schaut es mit dem Thema Gesundheit aus? Und hier haben wir den Herrscher von 6 in 12 eingeschlossen. Schaut nicht mehr so gut aus. Also das heißt, hier dürfte sich etwas auflösen, aber leider sind davon auch die Arbeitsplätze betroffen. Das heißt, auch bei den Arbeitsplätzen schaut es 2021
grimmig aus. Natürlich das Thema Anorak brauchen sie dann nicht mehr, den Anorak werden sie ausziehen. Aber hier haben wir leider die Arbeitsplätze davon betroffen. Und der Pluto, der auch der Herrscher des sechsten Hauses ist, steht an der Spitze des achten Hauses. Also hier stirbt etwas, hier geht etwas zu Ende. Ja, diese Maßnahmen gehen definitiv zu Ende und wir haben hier schon, ich würde sagen, im April eine Auslösung, aber weil das eingeschlossen ist, fürchte ich, dass es erst, jetzt muss ich rechnen können, okay? Das ist März, April, Mai, Juni, Juli, August, ja? Also das könnte sich wirklich bis August noch ziehen. Tut mir leid, das wäre diese Auslösung dann von Pluto. Die Venus bin ich auch noch schuldig geblieben. Wer ist die Venus? Die Venus im 10. Haus steht für das 12. Haus. Lüge, Betrug, Verschwörung und auch sozusagen das Wachstum, der Lebensstandard. Also das heißt, auch hier wird leider so getan, als könnte man den Lebensstandard, den wir jetzt noch haben, aufrechterhalten. Aber wir wissen, auf diesem hohen Niveau kann es nicht weitergehen. Aber wenn jeder ein bisschen zurücksteckt, mein Gott, ich räume jetzt auch auf, ich muss sagen, es geht schön etwas weiter, aber es ist nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht. Aufräumen, ausmisten ist eine sehr, sehr schwere Geschichte, weil ja auch viele Erinnerungen dran hängen. Aber wir müssen diesen Weg gehen, weil nur in der Befreiung liegt ja dann auch die Freiheit. Wow, das war ja ein Bombenzitat, das geht in die Weltgeschichte ein. Na, Scherz beiseite. Also ein sehr spannendes, ein sehr interessantes Jahr und ich würde sagen, der Höhepunkt wäre sozusagen der Rücktritt statt des 150-jährigen Thronjubiläums. Bitte heute wieder um 19.50 Uhr, wenn du kannst, eine Minute, 30 Sekunden, arbeiten wir wieder mental an unserem großen Werk weiter. Das Werk der Harmonie, des Friedens, ganz wichtig, der Liebe und auch der Kreativität. Weil immerhin, wir haben ja auch die 27 im Jahreshoroskop und die 27 ist halt sehr, sehr kreativ. Alles Liebe, einen wunderschönen, wenn auch kalten Sonntag, euer Astrowolf. Ende.